Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir sind gerade einen furchtbaren Tod gestorben. Uns haben mindestens drei, soweit ich gesehen habe, Hunde überfallen in dem Militärlager da vorne. Wir sind natürlich so mutig und wagen uns da sofort wieder rein. Ich bin jetzt auch so ein bisschen gallig, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich die letzten Folgen wirklich einigermaßen gut geschlagen und ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass die mich so dermaßen aus dem Hinterhalt überfallen haben, nachdem ich eine ganze Kompanie von Militaristen platt gemacht habe, plus drei Hunde und irgendwie, also jetzt von mir aus, jetzt kommt her, ich mache euch platt, ich sag euch das. Ich bin sauer. Ich bin sauer. So, jetzt nehme ich mir erstmal meine Sachen wieder. Ja, nee. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt habt ihr euch vom Acker gemacht. So, Diggi, verbinden. Zack, zack. Jetzt rasen wir erstmal wie eine von einer Tarantel gestochene kleine Wildsau durch die Gegend. Diggi, beruhig dich doch. So, hallo? So. Und gehen wir mal fix aufs Dach und gucken ganz entspannt, was sich hier tut. Und jetzt bitte, warum macht ihr meinen Beton kaputt? Das gibt's doch nicht. Und wieso sind hier immer noch so viele drin? Das kann doch nicht sein. Ich meine, ich hätte 6 Militär-Heinis in der letzten Folge, also mindestens 5, in die ewigen Jagdgründe geschickt. Plus, wie gesagt, 3 Hunde. Und jetzt rennen hier nochmal 1, 2, oh Mann, 3 Militaristen rum, ein Bauarbeiter und 2 Hunde. Ich werde wahnsinnig. Nee, diesmal kriegt ihr mich nicht. Oh, Radkappen. Jo, da könnt ihr reinlaufen, ich nicht. Ja, wohlbekomm's. Prost. So, komm her, du Köter. Oh, das war daneben, das war nicht gut. Mein Leben ist runter. Oh. 32 habe ich noch. Mann, hier ist ja richtig was los. Wie viele zur Hölle sind denn... Da kommt ein Geier. Ich werde wahnsinnig. Sind denn in diesen Militärcamps drin? Das gibt's doch gar nicht. Ja, krass. So, haben wir jetzt hier noch ein paar wilde Gesellen in der Luft oder hier irgendwie rumlaufen? Hatte ich das noch gar nicht gelootet? Ach so, den Respawn vom Loot, aber ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge davor gesagt. Den habe ich auf 30 Tage gestellt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Da kommt also so schnell erstmal gar nichts nach. So, und jetzt kümmern wir uns hier mal um die Flotten. Oh, ist das wohl ein Feral? Ja, tut mir ja leid, hast du gelegt, die Bombe. Okay, ich habe Leben noch 34 und da kommt jetzt ein Feral und... Jo, jo und... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sauber, Diggi. Das war leider nur die Schulter. Oh. Die kommen schon wieder von allen Seiten. Was ist denn hier los in der Wüste? Das war in der letzten Folge schon so... so strange irgendwie. So massig. Ist das jetzt so? Ich meine, ich finde das gar nicht schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich komme bloß zu nichts, ne? Also ich wollte eigentlich hierher mit euch, falls ihr das auch zwischendurch vergessen habt. Wir haben ja hier immer noch die Quest vom Händler. Und wir waren noch nicht einmal, wir waren zwar vor dem Haus, aber wir waren noch nicht im Haus drin. Weil wir sofort von diesem Militärlager überfallen wurden. Und von wilden Hunden und weiß ich nicht noch was alles. Also, und wir haben, ja, Tag 13. Fast mittags. Ich habe noch nichts vorbereitet für die Blutmondnacht. Nur mal so, ne?
Ich meine, ich bin ja immer für entspannt, aber ob ich so entspannt bin, weiß ich nicht. So, jetzt hier noch einer ohne Fahrschein, dann komm her. Was mit dir? Du siehst auch so aus, als könntest du mal einen Schlag auf den Hinterkopf vertragen. So, da rennt auch noch einer rum. Kurzer Prozess jetzt. Wir trinken erstmal was. Dicky soll es ja gut gehen, so. So, jetzt gib Ruhe. Oh, bin ich sauer, ey. Was? Also ehrlich. Ja, gut, okay. Was überfallen die mich hier am laufenden Band? Jetzt bloß nicht irgendwo reinrennen. Da steht, glaube ich, noch einer. Wir könnten uns, genau, so ein gelber. So ein Atomheini. Wir könnten uns hier hochbauen. Und dann gucken wir mal von oben, ob wir noch mehr sehen können. Ich traue dem Frieden ja nicht. Oh, hier sind Kisten. Das finde ich gut. Oh, und eine. Oh. Eine Chest mit Pistole. Warum ist das immer so? Warum kriegt die kleine Lin immer, immer Pistolen? Nichts anderes. Ich möchte mich jetzt wirklich mal offiziell bei den Funpimps beschweren. Ich möchte keine Pistolen mehr. Ich möchte keine mehr. Ich möchte was Schönes. So. Beschwerdeende. Rachefeldzug. Ach so. Wir haben noch einen Pfeil. Rachefeldzug mit einer angeknabberten Keule folgt. Kann ich die reparieren wenigstens? Ich meine, damit kann ich ja. Damit komme ich ja jetzt echt nicht allzu weit, ne? Also da unten, da krabbelt er jetzt rum. Ein Pfeil habe ich noch. So, und das war's. Dann vielleicht das hier. Und da hinten rennt noch einer rum. Und da kommt auch noch einer. Ist ja unglaublich, ey. Ja, und nun ist wieder Schluss mit lustig. Gut, wir haben hier nichts mehr. Wir haben nur noch den Knüppel. Und ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich müsste den mal reparieren. Für die beiden wird das schon noch reichen. Ich hoffe nur inständig, dass jetzt kein Köder mehr um die Ecke kommt. So. Ruhe im Karton. Hier steht schön viel Baumaterial rum. Das ist ja richtig einladend. Falls dieses Lager jemals leer wird, werde ich das alles schön, schön wegschaufeln. Das können wir richtig gut gebrauchen, aber ich traue dem Frieden immer noch nicht. So, ich renne jetzt hier mal durchs ganze Lager und gucke mich mal ein bisschen hektisch um. Und wenn hier tatsächlich keiner mehr sein sollte, dann fange ich mal an, die blauen Säcke zu schaufeln. Und ich sehe das schon wieder kommen, dass wir das heute auch nicht ins Haus schaffen. Und dann frage ich mich, was wollen wir dann bloß in der nächsten Folge machen? Ziehen wir dann wieder ab und bereiten Tag 14 vor? Irgendwas muss ich da ja noch machen. Oder gehen wir ins Haus rein und, ja, sind ein bisschen spät dran, aber ich meine, schaffen wird man das wahrscheinlich noch. Ich wollte ja nichts Aufregendes da jetzt veranstalten, aber wenigstens mal so in Ruhe vorbereiten, ne? Aber das ist ja hier so ein bisschen zeitaufwendig. Gut, dann schaufeln wir mal eine Runde. So, da kriege ich jetzt 10 Betonmischungen raus. Das ist immerhin ein Steinplattenblock. Ja, haben oder nicht haben, ne?
Nehmen wir mit, nehmen wir alles mit, auch Cobblestone. Wir brauchen noch für unsere Basewände und für das Dach. Einen Garten möchte ich ja oben auf dem Base-Dach auch noch anlegen. Ah, so ein bisschen Steinchen brauchen wir schon noch, ne? Aber die sind ja richtig gefährlich, die Militärlager. Echt heftig. Allein diese ganzen Hunde. Also da kannst du nur irgendwie die Viecher alle triggern. Dann möglichst schnell irgendwo raufklettern und dich in Sicherheit bringen und dann von oben versuchen, gemütlich die alle abzuknallen und möglichst sich nicht auf ein Zelt zu stellen, was dann in 2 Sekunden zusammenbricht. Das sollte wohl schon was Stabileres sein. Ja gut. Haben wir das dann auch mal getestet? So, hier stehen auch noch so ein paar blaue und hier war ich auch noch nicht drin. Cowboy-Hut, ich liebe sie. Ja, dann buddeln wir hier weiter, ne? Mann, ey, und die Zeit vergeht. Das ist gleich 13 Uhr. Die Frage stellt sich, wie lange brauche ich für so ein Questhaus? Schaffe ich das dann trotzdem noch mit Vorbereitung für die Blutmondnacht oder wird das so knapp, dass ich dann nachher an Tag 14 stehe und sang- und klanglos untergehe? Das möchte ich ja nun wirklich vermeiden. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob wir da gleich reingehen oder nicht. Na gut, aber eins nach dem anderen. Wir shippen jetzt hier erstmal zu Ende. So viel ist es, glaube ich, auch nicht. Ich sehe jetzt hier noch 3, 4 Häufchen. Und das war's dann, glaube ich, auch. Und hier scheint jetzt auch nichts mehr irgendwo aus irgendeiner Ecke zu kommen. Also hier ist jetzt wohl Schicht im Schacht. Sehr gut. Ja, das hatte ich alles, ne? Ja, dann ist da hinten der blaue Block noch. Hier ist auch nichts, ne? Nö. Ja, und ich glaube, das ist dann der letzte. Der vorletzte. Wer rennt da draußen rum? Oh Mensch, ich muss den mal reparieren jetzt hier, mein Knüppel. Und ich brauche neue Pfeile, ganz wichtig. Ich brauche ja gar nicht erst in das Haus gehen, wenn ich nicht neue Pfeile habe. Das ist ja totaler Quatsch. Ich habe keine Munition mehr für die Pistole. Mein Knüppel ist dringend reparaturbedürftig. Level 38 haben wir jetzt. Und Pfeile habe ich auch so gut wie keine mehr. Das ist, das geht nicht. So brauche ich nicht in das Haus. Also müssen wir erst Pfeile machen und nicht in die Tretmine latschen. Ja, so, dann machen wir mal... Machen wir mal ein paar Pfeile, ne? Im Moment scheint sich, dass er hier auch ein bisschen beruhigt zu haben. Das finde ich immer ganz angenehm.
Ja, so. Außenrum haben wir jetzt alles. Ich könnte natürlich noch ein bisschen Mais mitnehmen, wo ich hier gerade rumstehe. Wir haben andauernd Hunger. Das ist natürlich ganz gut. Weil man den auch so essen kann. Ich glaube, ihm wird so ein bisschen schlecht dann, aber so für einen Notfall ist das ja schon mal nicht übel. Und deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal mit. So, und der Knüppel ist gleich wirklich alle. Warum mache ich das auch mit dem Knüppel? Naja, egal. So. Ohne Essen keine Leistung. Jetzt, guck ich mal, wie geht's uns denn? Nahrung 77, Wasser 80. Ja, gesundheitsmäßig geht's jetzt ein bisschen aufwärts. Das finde ich natürlich gut. Und jetzt mache ich mich mal dran, Pfeile zu basteln, neue. Ach, da brauchen wir auch Steine für, ne? Ach, Mann. Naja, gut. Ich meine, wir haben ja auch eine Menge hier weggeholzt. Das ist natürlich kein Wunder, dass einem dann sämtliche Munition irgendwie ausgeht. Also so viel haben wir, glaube ich, auf einen Schlag noch nie verbraucht. Das ist schon richtig beachtlich. Aber es hat sich ja auch gelohnt. Also Level 38 hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir so schnell vorwärts kommen, noch vor der nächsten Blutmondnacht. Aber wie man sieht, ne, wenn du mitten im Pulk stehst, dann geht das so rasend schnell mit der XP-Ansammlung. Heftig. Gefällt natürlich. Auf der anderen Seite, es hält natürlich auch auf. Und es verbraucht natürlich auch eine Menge Material. Aber beschweren wollen wir uns mal nicht. So, wir machen jetzt hier 38 Steinpfeile. Ich schlag noch ein bisschen mehr Steine, weil das nicht allzu viel ist mit 38. Aber es ist schon mal besser als nichts. Und dann gucken wir mal, ob wir den Knüppel gleich noch aufgewertet kriegen. Ja, und dann sind wir wieder auf einem halbwegs vernünftigen Stand und dann können wir mal überlegen, ob wir jetzt noch kurz in ein anderes Haus reingehen oder uns jetzt ans Questhaus wagen. Wobei ich in so einem Haus offiziell, sagen wir mal so, noch nie drin war. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man die Quest erstmal angenommen hat, dass das dann relativ, also ein bisschen länger geht, als wenn man so in so ein Haus reingeht. Und die Folge geht ja jetzt auch nicht mehr allzu lange. Vielleicht sollte ich mir doch ein Häuschen suchen, was hier so rumsteht und nicht allzu zeitintensiv aussieht. Wie wär's denn damit? Was haben wir denn hier noch? Wir haben die Bar. Ja, wir könnten mal in den Schuppen da rechts. Ja, da kann ja nicht so viel drin sein, ne? Das geht doch bestimmt fix. Komm, dann nehmen wir den jetzt mal. Vorsichtig um die Ecke geguckt. Da steht schon Moody. Oh, ist Moody. Ist Moody Farrell? Upsi. Mensch, du hast einen Zahn drauf. Hast du einen Sportkurs besucht? Bundesjugendspiele. Und Leck. Oh, das ist aber ungünstig, wenn Moody so gut drauf ist. Aber es hat ihr nichts genützt. Ist ja imposant mit dem Umfang und den leuchtenden Augen. Alle Achtung. Macht was her. So, und Diggi hat schon wieder Durst. Prost, Kleiner. Da ist eine Schlange und ich hau wieder daneben so. Und da hinten hauen zwei Stück gegen die Latten. Ja, ich meine, man könnte auch einfach den Ausgang nehmen. Ah, hallo. Was, drei Stück? Ihr seid zu dritt? Was macht ihr zu dritt im Stall?
Du siehst irgendwie unappetitlich aus. Ich muss das mal so sagen. Was, zu viert? Sag mal. Also jetzt wird's aber... Naja, gut. Ist egal. Was immer ihr hier getan habt, es ist jetzt vorbei. So, es gibt lecker Essen. Schlangenkotelett. Den auch noch und dann haben wir es. Zumindest vorerst, da liegen ja auch noch welche. Warum nicht? Hau rein. Meine Base freut sich. Da oben schlumpfen doch bestimmt auch noch welche rum. Und wenn ich den Kopf da rausstrecke, dann hauen sie mir gleich wieder auf den Döschel. Nee, tun sie nicht. Da ist keiner. Cool. Dafür sind hier Kisten. Gefällt mir. Mal gucken, was hier jetzt rauskommt. Okay. Geht schlechter. Oh Mensch, wir sind schon wieder voll. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Kann ich noch was grabben? Oder wegschmeißen? Kurzer Prozess. Ja, nehmen wir mit. Gut, ich glaube, das war's. Und ich glaube, das war's auch mit dieser Folge. Ich werde mir jetzt für die nächste Folge überlegen, was wir denn nun tun. Entweder wir gehen in das Questhaus und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir eine klitzekleine Vorbereitung für die nächste Blutmondnacht. Oder aber ich radel nach Hause und wir treffen uns gleich bei der Vorbereitung für die Blutmondnacht. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss!